So, ich weiß auch nicht, also da vorne, da läuft nichts. Hol mal den Timo her, wir brauchen jetzt jemand vorne, bist, der die Tore macht. Bist du sicher? Timo ja, Schaufel. Ja, letzte Chance. Alles klar. So. Timo? Ja, bin bereit. Hier, gehen wir zu ihm. Für wen? Also, ja. Dann richtig Druck machst und dann im richtigen Moment stichst. Ja, okay. Weil wir brauchen jetzt noch mindestens ein Tor. Alles klar. Okay, okay, ich mach mich fertig. Mach's. Okay, ja. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen, liebe Stadionfreunde, zu MDS TV. Ich begrüße euch recht herzlich aus dem BB Bank Wildpark aus Karlsruhe, in Karlsruhe, und ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Video. Ja, wir spazieren immer noch durch Karlsruhe. Es ist super schönes Wetter. Und ja, wir brauchen noch so 15 Minuten zum Stadion. Dann treffen wir uns mit den Marvin und mit Timo Staffelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der heutige Tag verlaufen wird. Ja, total gespannt auch auf die Historie vom KSC. Hier sind weitere KSC-Stickers. Hört nicht auf. Und hier haben wir den berühmten Tornado da Vinci. Nicht Leonardo, sondern Tornado. An dieser Stelle ist nochmal erwähnenswert, dass der Karlsruher SC eine Fanfreundschaft mit Hertha BSC pflegt. Wir sind fast am Ziel angekommen. Wir stehen vor dem BB Bank Wildpark Stadion mit... Tada! Auch interessant. In Hannover sind die alle gelb. Wir suchen weiterhin unseren Treffpunkt. Hier sind die Trainingsplätze vom KSC. Wir stehen jetzt hier vor unserem neuen Stadion vom BB Bank Wildpark. Ihr seid zeitlich, seid ihr ziemlich gut dran, weil wir haben heute nämlich den 8.9. Und morgen auf den Tag, genau vor 100 Jahren, wurde hier das erste Mal Fußball gespielt. Lass es drin. Heute oder vorgestern Dienstag und so. Nein, halt doch deinen Lapp. Das mache ich selber. Halt deinen Lapp, das ist ja dieser Kassel-Slang. Was heißt denn das? Lapp? Lapp-Gosch. Lapp-Gosch, was bedeutet das? Den Mund. Den Mund halten. Den Mund halten. Ah, okay. So. Jetzt geht's rein ins Stadion. So, was sehen wir denn hier? Hier ist unsere Welcome Zone sozusagen. Also hier kommen die Hospitality- und VIP-Gäste kommen hier rein. Soll ich dann sogar noch den Monterado spielen, oder was? Also wenn das ungefähr die Tür wäre, in unseren Bereich rein wäre, wenn es ungefähr der Bereich ist, immer weiter vorne, dann hätte ich jetzt sagen können, genau an der Stelle habe ich die Tür mal eingetreten. Ah, okay. Schau mal, kennst du die? Das warst du. Das du. Ich meine mich mit meiner Gestalt hier erkennen zu können. Ah, okay. Wir Jugendspieler durften damals mit unserer Saisonkarte da oben rein, also ich bin jetzt zu klein leider, und haben uns immer da oben reingewurschtelt. Ja? Ja. In diese Baracken-Ding da hinten. Und irgendwann sind wir dann weiter rüber gewandert, weil wir dann natürlich irgendwann bei den Fans sein wollten. Und irgendwann habe ich dann das Privileg bekommen, dass ich eine Karte bekommen habe für die Haupttribüne. Weil ich ja dann selbst Spieler war. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum die Fankurve so blöd da hinten in der Ecke ist. Und nicht hinterm Tor oder keine Ahnung was. So, ich sehe hier jetzt, dass es immer blauer wird. Und wir wagen jetzt erstmal den ersten Schritt raus. Okay. Also ich bin jetzt zum ersten Mal hier und muss das erstmal auf mich wirken lassen. Auch nicht im alten Stadion?
Nee, ich bin überhaupt allgemein in Karlsruhe heute das erste Mal. Oh. Lieber Timo. Oh, krass. Genau. Wir liegen hier bei knapp über 34.000. 34.000? Ja, 34.000 Ungrad. Wir sind aktuell, liegen wir im Schnitt bei 22.000, 23.000, also zwischen 22.000 und 25.000, sage ich mal, ein bisschen grob aufgerundet, aktuell die uns besuchen kommen. Das ist wirklich gut, da sind wir auch wirklich zufrieden mit. Vor allem, weil wir halt noch gut gegen Hamburg waren, wir jetzt ausverkauft zum Beispiel, weil wir halt auch noch auf große Gegner warten. Ja. Jetzt gegen Kaiserslautern, jetzt am kommenden Wochenende, wenn ihr es seht, wird es wahrscheinlich schon vorbei gewesen sein. Da werden auch 30.000 Leute hier drin sein, mindestens, da bin ich mir sehr sicher. Also wenn nicht, wäre schlimm. Wenn nicht, wäre schade, ja. Aber es ist toll, vor allem wenn man sich da auch mal unsere Stehplatztribüne anguckt. Das ist die drittgrößte durchgehende, muss ich dazu sagen, durchgehende Stehplatztribüne in Deutschland. Da sind knapp ein bisschen weniger als 10.000 Menschen finden da Platz und das ist schon eine Wucht. Ja. Timo, was ist denn so dein erster Eindruck? Jetzt, da du wieder hier bist, dass ich schade finde, dass ich nicht hier spielen hätte dürfen, sagen wir mal so, weil als Spieler freust du dich ja immer, dass die Fans hinter dem Stadion oder hinter dem Tor sind. Wir hatten es ja vorhin schon drüber. Das ist so mehr oder weniger, weil auch das ein offenes Stadion war, dann war das nicht so von der Lautstärke her so ganz krass. Nur wenn es halt ausverkauft ist und es ist halt immer blöder, so wenn du ein Tor gemacht hast, dann bist du halt dann rechts hinten hingerannt. Und so kannst du halt direkt mit deinen Kollegen da vor der Kurve, beziehungsweise vor der Geraden halt da feiern lassen. Und das macht halt dann mehr Sinn und macht mehr Spaß, wenn du halt dann auch noch, egal wie, hinten liegst oder sowas und in der zweiten Halbzeit, dann versuchst du dann immer als Mannschaft die Platzwahl so zu gewinnen, dass du in der zweiten Halbzeit dann auf deine Fans spielen kannst. Ja. Deswegen bin ich jetzt nicht neidisch, um Gottes Willen, nee, aber ich beneide die Spieler, die jetzt gerade da unten spielen dürfen, weil es einfach Bock macht. Das ist so das Erste, was mir so einfällt, weil ich das immer aus Sicht immer noch eines Spielers sehe. Timo zählt uns jetzt alle Spieler auf hier. Ich erkenne nur ihn. Das ist Rolf Domen, mein ehemaliger Manager. Den Rest, muss ich zugeben, wenn mir jemand die Namen sagt, okay, aber so auf, nee. Ja, Euro-Eddy? Euro-Eddy, von denen habe ich schon viel gehört. Ja, der Fick ist noch gegen Valencia. Ah. Das ist auch sogar, glaube ich, gegen Valencia, ja, oder? Sein. Wurde ja extra eingeladen. Gut, da. Ah, da war mit dem Timo. Wenn er nicht wüsste, der nackte Mann, den gibt's gar nicht mehr, ne? Ich hab den Bruder abgerissen. Nackter Mann war eine Statue draußen vorm Stadion. Und mit restauriert. Ja, aber und da wurde, wenn immer irgendwie ein Treffpunkt war, wir treffen uns am nackten Mann. Okay. Deswegen heißt es auch bestimmt, weil das einmal wirklich eine Institution hier war, die Statue. Wissen. Jetzt weißt du es auch schon. Dankeschön. Das müsste Thomas Kies sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder weiß nicht, ob ich richtig. Könnte auch sein. Rolf Domen, den kann ich nicht erkennen. Sebastian Freis, Florian Dick, Eggimann, Edmund Becker. Es könnte Markus Miller sein. Rein von den Haaren her. Ist das der gleiche Eggimann, der auf der 96? Genau, das ist der gleiche. Der eine und der gleiche. Das muss ich jetzt meiner Mama fragen. Das sind alles Trikots. Das ist, ey, mir als Fußball, mir geht's Herz auf, geht ganz auf, ich sehe. Schau mal, du siehst auch da, wo jetzt dieses KSC-Zeichen, ganz oben, wo das dann aufhört, da ist so eine kleine Vorrichtung. Siehst du das? Kennst du, was ich meine? So ein kleines Podest da oben. Und da oben drüber, da hängen auch die Kabel dann von der Decke schon runter und da kommen dann irgendwann mal unsere Anzeigetafeln hin. Also das ist nicht die, die da im Eck bleibt. Die wird, ich habe mir sagen lassen, ich glaube, 3 oder 5 Mal so groß, das müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Aber, also das heißt, wie die jetzt hinter der Tafel sind. Ja, die A-Karte. Die haben sehr gute Aussichten und wenn du hier auch um die Ecke dann da sitzt, dann ist auch gut. Ne? Hier ist die Pressetribüne. Hier sitzen Pressevertreter an unseren Spieltagen. Hier ist alles von Sky-Kommentator bis örtliche Zeitungen ist hier ansässig an Spieltagen und am Arbeiten. Die sind bequem. Die sind echt bequem.
vom Hans und seinen Konsorten drüben. Oh, was ist hier? Ah. Warum trainieren die denn? Hä? Oh. Liebe Grüße an der Stelle an unser Pharaonix Esports Team. Die machen das hervorragend und die haben jetzt hier auch im neuen Stadion ihren eigenen Raum bekommen, wo sie, die VBL-Spiele bestreiten können, wo sie Content createn können und alles drum und dran, YouTube-Videos aufnehmen. Kannst du verlinken dann auf YouTube, muss sie? Kann ich. Darf er das? Selbstverständlich. Ich verlinke die gerne, aber ich würde gerne auch auf YouTube mal einen Kommentar von KSC bekommen. Ich gebe mein Bestes, ich habe leider... Ich mach's nicht, ich habe keinen Zugang. Ich lege mal ein gutes Wort ein für dich. Rentierung, Alter! Wie gesagt, manche Dinge ändern sich halt nie. Aber da sehe ich ja schon wieder, da hat jemand, haben viele nicht ihre Arbeit getan. Liegt aber auch, was glaube ich sehr traurig ist. Also okay. Stell noch die Fragen jetzt hier. Konzentration da hinten bitte, ja? Also das ist jetzt hier ein bisschen auch respektlos uns gegenüber bei der Arbeit. Okay. Wir befinden uns hier im Spielertunnel / Mixed Zone. Hier auf der Seite stehen dann nach dem Spiel stehen dann die Spieler und Trainer Rede und Antwort. Und hier mit diesen Tensatoren hier, die ihr hier seht, wird dann quasi abgesperrt. So. Und ich als Reporter und Journalist stehe dann hier hinten dran und darf dann meine Fragen an Lars Stindl, Marin Wanicek und Co. stellen. Oder wenn mich der Gegner interessiert, dann an den Gegner. Also ich habe jetzt hier gerade mal kurz geguckt. Irgendwie steht der Timo gar nicht auf der Startelf. Was ist da los? In diese Kabine wird nächste Woche Kaiserslautern reingehen. Und wir sind gespannt, was sie für einen... Mit dem Fluch belegen, dass sie verlieren. Lieber Florian Dick, an dich geht es hier, dass es hier dann auch wirklich zu einer Niederlage führt. Trotzdem sehr groß, ne? Oder? Wieso soll man sowas rausschneiden? Soll ich es nehmen? Marvin, willst du was zu der tollen Kabine was sagen? Eigentlich gibt es ja nicht zu viel zu sagen, oder? Ja, du musst mal. Ne, hier gibt's natürlich. Also eigentlich die Kabine ist. Also wir sind in der Gastkabine. Ist recht. Ja, muss man ehrlich sagen, ist recht unspektakulär. Aber ist groß, man hat viel Platz. Und hier kommen dann einfach immer die Gastmannschaften rein. Das ist dann, wenn man hier auch ein bisschen weiter rausgeht, da haben dann die Gäste auch einen eigenen Physiobereich oder der Trainer der Gäste hat dann da. Auch sein eigenes Büro, wo er sich dann nochmal hinsetzen kann, zur Ruhe kommen kann, nochmal die Taktik besprechen kann oder sowas. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es hier eine normale Kabine, wie es vielleicht jeder aus dem eigenen Fußballverein kennt, nur halt eben ein bisschen größer, das muss man schon sagen. Und es ist halt neu, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine schöne Kabine, wo sich, glaube ich, auch der Gast, wenn er hier in Karlsruhe dann seine Punkte hier lassen darf. Wo er sich dann doch sehr wohl fühlt, bevor er wieder nach Hause fährt. So, jetzt kommt wieder der Augen... Jetzt kommt wieder dieser Augen... Dieser Augen. Küss dein Auge. Max! Diesen Satz hasse ich total. Ich hasse den. Der gibt doch diesen einen Brommi, der das ja immer gesagt hat, ne? Weiß nicht, wie er heißt. Ich küsse doch dein Herz, dein Auge. Und ich kann das nicht hören. So, magischer... Jetzt habe ich das, den Satz wieder. Wir warten noch. So. Jetzt kommt wieder dieser magische Augenblick, Spielertunnel, und den bestreiten wir zusammen mit Timo. Auf geht's. Oh,
Spielerbänke, sind die auch neu erneuert worden? Ja, so sehen sie zumindest aus. Mit Sitzheizung sogar. Guck mal, was für komfortable Sitze die haben, ey. Leck mich am Arsch. Und du bist noch in der Vergangenheit und überlegst. Tut immer wieder einerseits weh, andererseits tut es gut, da rauszulaufen, weil du einfach dann siehst, wie geil das einfach hier ist, jetzt, als wir hier oben waren. Aber wenn ist es alles so mächtig, wenn du hier unten bist, dann fühlst du dich wie so ein kleiner Käfer, wie so eine kleine Ameise. Und jetzt musst du dir das immer vorstellen, Musti, wenn das mal ausverkauft ist und du dann da rausläufst und du da jetzt da vorne ein Tor schießt, wie würdest du dich da fühlen? Jetzt stelle ich dir mal eine Frage, wie würdest du dich fühlen? Ich glaube, wie so ein kleiner Gott. Ja, genau so ist es. Und das ist aber ein geiles Gefühl. Vielleicht werde ich das ja nochmal erleben. So. Ja, ja. Mal schauen, mal schauen. Was hast du gesagt, Marvin, morgen? 10.000 passen da hin? Bitte? Wie viel passen da hin? 10? Ja. Siehst du mal. 10.000. In manche Stadien kommen noch nicht mal 10.000. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier beim KSVSC. Timo, ihr habt heute 7-0 gewonnen. Nochmal wie gegen Valencia, gegen Kaiserslautern. Und ja, was sagst du zum Spiel? Nix. Ich sag nichts zu dem Spiel. Aber, liebe Stadionfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte die Glocke abonnieren. Sage ich das so richtig, Musti? Die Glocke aktivieren. Ah, die aktivieren, sorry. Lasst ein Like da für das Video, für den Kanal. Ist das auch wenigstens richtig? Ein Like da lassen? Genau. Ja, so ein Daumen hoch, super. Wenn irgendwelche Fragen noch offen sind, gibt es eine Kommentarfunktion? Die gibt es auch. Dann Fragen darunter bitte einfach nur stellen. Musti leitet sie weiter und dann werde ich sie auch beantworten. Ansonsten, danke, dass ihr alle da wart beim Spiel, bei diesem tollen Spiel 7-0 gegen Laudern. Auf Wiederschauen. Ciao.